Yo, guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Hearthstone Let's Play. Und zwar habe ich mir ja mein schönes Paladin-Deck zusammengestellt und mit dem bin ich jetzt erstmal wieder unterwegs gewesen. Ja, und treffe auf die Rogue, Valyra Sanguina. Und die sagt mir, ich soll auf meinen Hintern aufpassen. Zu Anfang ziehe ich ziemlich hohe Karten, die beiden, die haue ich raus und lasse nur die Karten über, die ein bisschen weniger Mana kosten. Ich habe auch, naja, sagen wir mal, ganz okay Glück gehabt und kriege eine Dreier und eine Vierer dazu. Das heißt, die kann ich auch dann relativ bald spielen im dritten und vierten Zug. Ja, und da ich als Zweiter loslege, kriege ich sowohl die Münze als auch sowieso schon eine Karte mehr. Und erstmal zur Begrüßung ist ja klar, einmal Hallo sagen, immer freundlich sein, gute Manieren zeigen, ist für mich relativ wichtig. Ja, schauen wir uns doch einfach mal an, wie es losgeht. Ich kann mit meiner einen Mana, mit meinem einen Mana-Kristall, kann ich eine Karte spielen. Und entscheide mich auch dazu, Argent Squire mit einem Divine Shield einfach mal rauszupacken und zu gucken, was passiert. Der Divine Shield, wie letztes Mal schon erklärt, kann einmal, egal welchen Damage, blocken. Das heißt, die Karte selber nimmt keinen Schaden, nur der Schild wird dann deaktiviert. Ja, ich krieg dazu jetzt gerade rein Murloc Tidehunter und den spiele ich auch direkt, damit ich schon mal erstmal in Überzahl bin. Hier gebe ich meinen Schild auf, um ihre Karte zu zerstören und warte den Rest ab. Und habe jetzt schon 5 Schaden auf dem, 4 Schaden auf dem Spielfeld liegen, die sie so einfach jetzt in einem Zug nicht loswerden kann, normalerweise. Warten wir mal ab, was jetzt kommt. Ich habe da zum Beispiel noch eine Shattered Sun Cleric gezogen, die einem Minion plus eins geben kann, soweit ich mich recht erinnere. So, sie entscheidet sich jetzt natürlich dafür, die 2 Damage, also die höchste Damage-Karte, rauszunehmen mit ihrer eigenen Attacke. Hat dafür aber auch 2 Damage genommen. Ja, genau. Shattered Sun Cleric gibt meiner Argent Squire plus eins, deswegen greift die jetzt schon mit 2 an. Und ich teile nochmal 3 Damage aus. Solange ich das ungehindert tun kann, mache ich das auch. Ist ja kein Taunt draußen, nichts, was mich daran hindert, den gegnerischen Hero sofort anzugreifen. So, sie spielt jetzt einen Novice Engineer, das heißt, sie kann mit dem Battlecry von ihr eine Karte ziehen. Und dazu kommt Delias Ringleader, der noch einen Warrior summont. Das heißt, jetzt sind wir ungefähr wieder gleich auf, was den Wert der Karten angeht. Und mein Murloc wird noch rausgenommen. Und jetzt muss ich mal sehen, wie ich das organisiert kriege, dass ich da noch, ohne selber zu viel Schaden zu nehmen, ihr ganz guten Schaden zufügen kann. Ich bin da gerade am Überlegen, was mache ich? Es sieht eigentlich so aus. Ja, let me think. Genau. Ich entscheide mich für den Argent Protector, der nochmal einen Divine Shield verteilt. Und für den Wolf Rider, der 3 Damage in der Runde austeilt, in der er gesetzt wird, denn er hat Charge. Jetzt räume ich also die Karten ab, die mir nicht gefallen, und kann trotzdem noch Damage austeilen. Und sie liegt da mit einer 1-1er-Karte, die eigentlich keine Gefahr darstellt. Sie kann damit jetzt meinen Wolf Rider abräumen, aber der hat seine Pflicht schon getan. Deswegen bin ich da relativ optimistisch. Warten wir mal ab, was sie jetzt spielt. Okay, rüstet sich mit einem Dagger aus. Und wird wohl damit auch angreifen. Ja, genau. Die räumt jetzt den Wolf Rider ab. Okay, hatte ich schon mit gerechnet, ist kein Problem. Jetzt müsste sie nur. Sie hat jetzt noch 3 Mana, ja. Okay, was? Sie nimmt extra 3 Schaden. Okay, hat noch einen Spell, der einen Damage macht. Wollte wohl unbedingt meine Dreierkarte loswerden. Naja, gut, hat dafür aber die 3 Damage trotzdem kassiert. Deswegen, ich weiß nicht, ob das wirklich wert war. So, wir spielen erstmal einen Hammer of Wrath. 3 Damage und können eine Karte ziehen und nochmal 2 Damage hinterher. Damit bin ich sehr zufrieden. Jetzt steht es mittlerweile schon 30 zu 13. Einfach
mit ein paar einfachen kleinen Karten gespielt und schon hat man ihr mehr als die Hälfte ihrer HP abgezogen. Man muss natürlich auch Glück haben, diese kleinen, in Anführungszeichen, Karten so früh zu kriegen, dass man die auch alle spielen kann. Denn manchmal hat man Pech und liegt da am Anfang mit 4 7er Karten. Und dann kommt man natürlich nicht aus der Pötte. So, den Argent Protector haben wir noch. Wir könnten jetzt spielen ein Stormpike Commando, was 2 Damage austeilt mit Battlecry. Dafür entscheide ich mich auch und dann ist wieder alles abgeräumt. Ich habe nochmal eine 4er Damage-Karte draußen liegen. Im Normalfall bei 13 HP beschäftigt man sich mit dieser Karte dann auch und versucht nicht dem Hero Damage auszuteilen, sondern zu sehen, dass man die Gefahren erstmal vom Spielfeld kriegt. Schauen wir mal, was sie so in petto hat jetzt hier. Ja, so many options. Schön wäre es ja, wenn sie many options hätte. Sie hat viele Karten auf der Hand, aber mit 7 Mana kriegt man jetzt auch nicht so viel raus. Am besten wäre natürlich erstmal ein Taunt, um den ich mich kümmern muss, damit sie jetzt erstmal nicht weiter Schaden nehmen kann. Denn mit dem nächsten Treffer ist sie schon im einstelligen Bereich. Okay, Mana Addict. Questing Adventurer. Gibt jetzt also hier ein bisschen Schaden dazu. Conceal, give your minion stealth until your next turn. Okay, das heißt, ich kann die jetzt gar nicht angreifen und muss abwarten, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es so clever war, denn ich muss ja jetzt den Hero angreifen. Ich kann ja jetzt, wenn die im Stealth-Modus sind, kann ich die nicht angreifen, bis sie selber Damage ausgeteilt haben. Das heißt aber, mit meinem Stampeding Coco kann ich einen Minion, der weniger als beziehungsweise 2 Damage hat, runternehmen vom Spielfeld. Das habe ich getan. Und jetzt sind die 3 Damage, die da noch liegen, keine Gefahr für mich. Deswegen entscheide ich mich mit den anderen beiden Karten und dem Bluegill Warrior mit Charge anzugreifen. Ja, 29 zu 7. Der Gegner ist stark unter Druck gesetzt. Mit dem nächsten Turn, wenn die Karten so bleiben, kann ich ihn schon finishen. Wollen wir mal schauen, was er sich so überlegt. Es wäre natürlich clever, meine Viererkarte jetzt runterzunehmen, weil dann hätte ich nur noch 5 Schaden auf dem Spielfeld liegen, ne? Dann kann ich zumindest nicht in der nächsten Runde schon beenden. So, da kriegt jetzt noch mal einen Buff. Okay, deal 2 Damage to an undamaged Minion. Zack, ist meine Viererkarte weg. Macht Sinn. Und tradet da jetzt noch weiter. Sinister Strike, deal 3 Damage to the enemy hero. Okay, er zieht mir auch noch mal was ab. Zack, Peng. Und give a minion plus 2 Attack. Combo plus 4 Attack. Instead. War eine Combo, das heißt, da liegt jetzt eine ganz schön gefährliche Combo für mich. Eviscerate, deal 2 Damage, 4 Damage instead. Das war eine Combo. Deswegen, ja, jetzt kassiere ich ganz schön ordentlich. Und nochmal Stealth für die Minions, was aber eigentlich wenig Sinn macht. Denn jetzt habe ich gar keine andere Wahl, als mit einer starken Karte zu versuchen, sie zu finishen. Sonst hätte ich mich ja vielleicht noch ablenken lassen können und so blöd sein können, ihre Minions anzugreifen. Aber da habe ich auch ein bisschen Glück. Ich habe den Champion gezogen, der plus 1 gibt und damit habe ich genug Damage Output, um sie zu finishen. Ja, ging eigentlich ziemlich schnell, ne? Hat mich jetzt auch überrascht. Aber um es nochmal kurz zu reflektieren, ich hatte Glück, dass ich am Anfang ziemlich viele schnell spielbare Karten gezogen habe. Sie hat jetzt mit ihrem Late Game auch ein bisschen Pech gehabt, dass es nicht ganz gereicht hat, um mich zu finishen. Und ich habe wiederum Glück gehabt, dass ich den Champion da, den Silver Dingsbums Champion gezogen habe, der mir dann im letzten Zug ermöglicht hat, das zu enden. Ja, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es war relativ spannend. Ist zwar nicht so viel passiert, aber es soll doch einfach immer nur einen Einblick geben. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal.